Herzlich willkommen zurück auf dem besten Zweitkanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich bin wieder zurück aus Kitzbühel. Es war ein absolutes Fest. Vielen Dank für die Rückmeldung auf den Vlog, auf den Hauptkanal, die ganzen Videos auf TikTok etc. an alle Leute, die mich im Fernsehen gesehen haben. Aber nicht nur ich habe einen Vlog gemacht, sondern auch Hanna hat einen Vlog gemacht und den gucken wir uns jetzt an. Ich habe sehr Bock. Ich weiß gar nicht mehr, was alles in Kitzbühel passiert ist. Let's go. Ich bin in der Schweiz, um den Adi abzuholen, weil wir fahren bald nach Kitzbühel. Und dafür habe ich dieses Kleid organisiert. Und falls ihr euch fragt, wie Adi darauf reagiert hat. So. Das kommt jetzt. Nice, clap. Okay. Wir mussten für die Kids Race Night Gala, irgendwie sowas, war der Dresscode Black Tie. Und wir sind halt jung und wir nehmen das halt komplett ernst und dann gehen wir auf Google und gucken, was ist Dresscode Black Tie? Das darf man anziehen, das darf man nicht anziehen. Und dann gehen wir nach Kitzbühel und jeder hat diese Regeln absolut nicht eingehalten. Das heißt, okay, perfekt, wir haben uns was gekauft, was wir nicht gebraucht haben, aber ich glaube, es hat einigermaßen okay ausgeschaut. Und ich bin nicht jemand, ich glaube, jemand könnte mich in einem YouTube-Video mit Roger Federer überraschen. Ich würde sagen, ah, nice, ich kann das nicht ausdrücken. Ich kann nicht positive oder negative Gefühle krass ausdrücken. Ich bin einfach ein Mensch, ich habe einfach keine Emotionen. Es ist einfach so. Wunderschönes Dress. Wo ist deine Rolex? Ich habe mir extra noch eine Kette machen lassen für das Event. Das Motto in Kitzbühel ist Black Tie. Wir werden es rocken. Nicht? Auf nach Kitzbühel! Oh Mann. Oh ja, die Schweizer Triechler, das sind die Schweizer Triechler. Und man sagt Schweizer Triechler. Und die waren während der Corona-Pandemie, also jetzt nicht spezifisch die, aber es gab so Triechler während der Corona-Pandemie und die waren halt gegen die ganzen Maßnahmen und so ein bisschen Corona-Leugner. Aber die nicht. Die laufen rum und schütteln ihre Glocken ordentlich. Grüße gehen raus an Marc Eggers. Und es ist extrem laut. Hä? Wann hat sie diese Aufnahme gemacht? Das ist ja mega geil. Wir sind mit so einem Dude gefahren. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Der hatte so einen richtigen Alpennamen. Absolute Legende. Wir sind schon mit ihm letztes Jahr Schneemobil gefahren. Digga, die fahren 120, Digga. Das ist gestört, aber richtig geil. Das war eigentlich ganz entspannt. Ah. Okay. Ah, die guck. Wie romantisch. Muss ich dich jetzt küssen? Oh, scheiße, Adi. Immer Problem. Dieses Mal kannst du leider nicht draufstellen. Oh, nee. Boah, ich wollte mich draufstellen. Ey, aber vielen Dank, Hotel, für diesen Flaschenöffner. Ich hätte eben die Flasche fast nicht aufbekommen. Ich hab so gute Nachrichten für dich. Scheißwitz. Jeden einzelnen von uns, weil wir werden schick gemacht. Makeover für uns. Ey, wir haben von Kitzbühel diese Skianzüge bekommen von Helly Hansen. Helly Hansen. Ist jetzt keine Werbung oder so. Also gut, wir haben sie von dort bekommen, lul. Aber Helly Hansen, absolut geile Kleider für den Winter. Falls ihr mal was braucht, geht dorthin und kauft euch das richtig geil. Uns zwei. So, es gibt ja dort so Friseure und die haben gesagt, komm vorbei. Aber das Ding ist halt, die Gala ist erst am Abend. Wir gehen jetzt dort um 10 Uhr hin und dann müssen wir 13 Stunden warten. Und um 23.30 Uhr muss die Frisur nur sitzen bei dem Schnee. Was muss die Frisur? Sitzen. Die Frisur muss sitzen. Die Frisur muss sitzen um 10.30 Uhr. Oh Mann, Digga. Hanna spricht manchmal so. Es ist nicht lispeln. Also es ist nicht ein es ist mehr so ein Sitzen. Sitzen. Keine Ahnung. Nur kurz zum Herz sagen, so schauen die Haare aus, wenn man nur 10 Minuten herumgeht. Spektakel aus. Das wird nicht heute, das ist heute eine halbe Stunde wahrscheinlich. Aber ist egal. Die halbe Stunde ist gut. Das ist geil. Ja? Warte mal. Wie sieht das aus? Ich habe auch neue Haare. Frisch gestylt. Ja. Ich muss aber mal sagen, die Frisur, Digga, die sitzt schon sehr, sehr gut, Digga. Geht's raus. Die Musik passt halt einfach zu allem, aber nicht zu Skifahren. Wenn der Adi mad ist, dann hat er etwas, das nennt sich der Frettchen über bis Blink. Hast du immer dann? Ich hab den immer, aber der Adi kann den besser nachmachen. Oh, wenn das passiert, dann kommt der Frettchen über bis Blick und der geht so. Ja, müsst ihr vorstellen, man ist ganz mad und dann ist man so. Man ist so sad mad, smad. So. Circa der Frettchenüberbiss. 5 Stunden später und die Haare sitzen noch. Und jetzt schauen wir in die Innenstadt. Die Party, die findet innen statt.
Bist du drunk? Nee, null. Sass. Null. Als würde sie festgenommen werden. Null. Aber das ist ja aber einfach alles leer. Schau, wie es an jetzt. Oh, ey, Küsse gehen raus an alle Leute, die Hallo gesagt haben. Aber es hatte ein paar Leute, Digga, die waren so drunk. Und ich glaube, es gibt nichts Unangenehmeres. Da kann jetzt wahrscheinlich niemand von euch relaten. Aber wenn, weird flex, aber wenn jemand nach einem Foto fragt und die Leute sind drunk, Digga, es ist so gottlos unangenehm. Da kommen die so, gewinnt einen Schweizer oder einen Österreicher, Präsentation. Digga, okay, gut, aber ich habe mich selber eingebracht. Okay. Aber falls ihr drunk seid, probiert einfach nicht drunk zu sein. Bester Tipp. Es ist immer richtig entspannt mit Adi. Ja, guck die mal an. Das sind alle nicht. Digga, ich schwör, wenn noch ein drunker Dude mich anlabert, ich pusse ihm ins Gesicht. Ey, aber ey, wirklich, Küsse an alle, die Hallo gesagt haben. Das sind eben die Schweizer, weißt du? Ist das der Schweizer Mark? Ja. Okay, zieh weiter. Oh shit. Gott, wie ist das? Bevor wir jetzt zur Party gehen, eine kurze Geschichte. Bei mir hat jemand kommentiert, ist das Kleid obenrum zu groß oder die Möpse zu klein? Und ich kann euch sagen, beides. Sass. Sehr, sehr sass. Und deswegen... kann ich keine Angaben zumachen. Versuchen wir das Kleid jetzt zu retten mit diesen Nadeln hier. Also entweder brauchen wir alles oder es wird nice. Let's try it. Es ist uns passiert, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe versucht, das Kleid anzupinnen und dann hat die Frau an die Tür geklopft und so gesagt, habt ihr ein Shuttle bestellt, so eine fremde Frau und wieder... Digga, wie so ein NPC hinten. Und so, nee, aber habt ihr Sicherheitsnadeln? Und sie so, nee, aber ich kann dir das Kleid machen. Und jetzt bin ich ready für die Party. Ja gut. Du hast eine Sicherheitsnadel und ein sicherer Tennisspieler ist der Sicherheitsnadel. Nee, der war scheiße. Das war so krass, das war so ein Zufall. Da klopft eine fremde Frau an die Tür und sagt, ich kann dir dein Kleid machen. Ich find's auch krass, aber dein Gesicht wird nicht schöner dadurch. Good one. Digga, dieser Shot. Was? Digga, wir haben mit so einem Handyblitz geflasht. Aber noch in Slow Motion. Sieht aber actually gut aus. Oha, gutes Outfit. Oha. DJ Ötzi, Fiebertraum. Bruder, es war ein Fest. Digga, Grüße gehen raus an DJ Ötzi. Guck bei Hanno vorbei, sehr, sehr geiler Vlog. Wir sehen uns beim nächsten Jahr in Kitzbühel. My heart just got stuck between these loops. My heart went. Mama got